Hallo und herzlich willkommen zurück zu X-Men 2. Wir sind immer noch dabei und müssen hier Dr. Adam Smith wegbringen. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Darf man nicht vergessen, der Gegner ist dran. Wir müssen auf jeden Fall beigehen und einen Kodex müssen wir besuchen. Oh, du bist gut. Und wir müssen den Schädelstecker einsetzen. Das war klar, das war in Ordnung. So, gehen wir mal weiter da, genau. Komm, wieder hoch. Bleib da. Ich brauche ein Medikit. Sie kommt von der Seite. Sie flankieren mich. Au. Das ist nicht gut. Gut, am besten, wie wir das jetzt zu machen haben. Wir haben ja, es ist auch dumm, dass die Hauptwaffe, aber nicht die Sekundärwaffe. Nein. Ja. Also, ich musste den erstmal, Bitte sehr. Dankeschön, ich musste den erstmal wegmachen, weil ist einfach so. Geh mal ganz dicht an ihn Geht klar. heran. Und jetzt schädelsteckere ihn mal. Ich lege mich ein. Oh. Oh. So, das wird es. Geschafft. Ist das? Commander, wir sehen hier etwas völlig Neues. Eine Alienspezies, die bislang der Gefangennahme oder Beobachtung durch Widerstandstruppen entgehen konnte. Ich rate dringend zu vorsichtigem Vorgehen. Okay. Stellen wir uns mal hier hin. Schon unterwegs. Mach den mal weg. Ich glaube, du würdest auch mit -1% treffen, Luxor. Nicht schlecht. So, dann wollen wir mal Gonshi, nee, Justin, das ist gar nicht wahr, hier hinstellen. Ist das auch sicher? Ja, das will ich nicht hinstellen. Lade mal nach. Nachgeladen. Ist das nicht zu kurz? Nee. Und Falkos hier hin. Und los geht's! Und Gremlin-Heilung auf Justin. Medizinischer Modus. Um 8. Nett. Oh, einen kapieren wir hier. Okay. Ich denke mal, bei ihm müssen wir den Schädelstecker da benutzen. Au. Wurde entdeckt. Geh mal hier hinter. Bin unterwegs. Wehe, du verwandelst dich. Na gut, ihn können wir wegkriegen. Aber ich denke mal, bei ihm müssen wir den Schädelstecker benutzen. Deswegen. Deswegen laufen wir weg. Okay, bin unterwegs. So, und du gehst da unten hin.
So. Mal schauen, was passiert. Tell my kid I... Hä? Oh, irgendwelche Leute da unten waren das so. Gedankenkontrolle würde ich machen. Kann es nicht bekämpfen! Okay. Ist auch nicht schlimm. Können wir vielleicht näher rangehen? Jetzt komme ich! Nee. Nur im Nahkampf, ist nicht nah genug. Okay. Ja, dann machen wir so weg. Wurde ja nicht gesagt gehabt. Obwohl. Okay. Munition ist gleich alle. Feichling. Wo ist eigentlich unsere Abwurfstelle? Abwurfstelle, unsere Sicherstelle da hinten. Evakuierungspunkt, so hieß das. Sicherheitsstelle. Okay, bin unterwegs. Gut, dann gehen wir hier hin. Laden hier mal nach. Ich sehe nach hinterher. Na gut, aber egal. So. Geh mal hin. Das kann ich machen. Mach den weg, komm. Schon beeindruckt? Ja, wir sollten es ausschalten, ich bin sogar da, das Ziel. Gut, gehen wir da hin. Natürlich. Wieder auf Ausgangsposition. Gehen wir ein Stückchen vor. Schon unterwegs. Feuerposten, Feldschutz, Feldposten, so heißt das. Gehen wir noch ein Stückchen vor. Positiv. Bestätigt, Überwachung läuft. Geh mal Bier holen oder dahin. Nee, lieber dahin. Und auch auf Feuer. Hier entgeht nichts. Falkos, geht mal hier vorne hin. Los geht's. Genau. Los geht's, das sagen wir immer. Nein, du bleibst da oben. Max geht. Drehen wir mal ganz kurz, haben wir hier irgendwo. Geht hier hin. Bewegung, Bewegung! Wir müssen gucken, dass wir immer noch safe stehen irgendwie. Die Leute. Der hat die Ruhe weg. Oh, ich chill dann mal. Gehen wir hier hin. Sporte los! Oh, ein Templer. Und zwei Viper. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Party hart. Darum stellen wir uns mit Dosk jetzt auch ein Stück vor. Kriegen wir das immer hin? Ja. Feuere Rakete!
Sehr nice. Ob es jetzt ist, aber es explodiert ist. nehmen wir mal. Aber die Serie kriegen wir nicht hin. Obwohl, vielleicht. Doch, die kriegen wir hin. Ich hab den Lauf. Nein. Wir wollen normal schießen. Erstmal auf den hinteren. 82. Bitte triff. Das war's mit der Serie. Geh mal. Ja, dahin. Schon unterwegs. Moment. Ich wollte auch gucken, wo wir ihn schießen. Ja. Die ist für dich. War noch kritisch. Sehr nett. Also ich wurde Beute zerstört. Ups. Dann geh weiter vor. Das kann ich machen. Du hast aber nett von dir. Kopf runter, also Deckung geben. Es wird Zeit, sie aufzumischen. Ja, hol dir mal Schaden ab. Alles klar. Manners 1-5, Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ja, 8 Runden, das sollten wir schaffen. Wir schicken Falkos aber erstmal los. Jawohl! Jawohl! Abgestanden, Sir! Sir, was soll ich tun, Sir? Und so weiter, kennt das ja, ne? Die beiden schicken das mal vor. Bestätigt. Zum Glubschen. Gut. Feuerschutz! Da gehen wir hier hin. Mit jawohl. Max Becker. Doskias. Ja, geh mal dahin. Bestätigt. Da bist du safe. Und Luxor. Ach, schöne Position. Tempo. Sehr schön, sehr schön. Und dich stellen wir dahin. Was für ein feiger 50er ist das denn? Falkos, komm. Bin schon dabei. Advent ist hier. Ah. Komm, Batschen. Okay. Schön, dass ihr euch da so versammelt. Ist ja wie beim Ringepinsel anfassen. Okay, da treffen wir nicht. Prozent. Zeig mal, was du kannst. Oh, eine 4. Ist nett. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Mach den Rest weg. Komm. 75%. Nicht gut. Rüstung wurde getroffen. Okay. Meine Munition ist leer. Prozent. Komm, mach ihn mal weg. So macht man das. Das war klar, oder? So klar war das nicht. Man hätte ja auch ein bisschen weniger machen können. Gehen wir mal hier hin. Kein Problem. Ja, 100%, komm. Einer weniger, der Damage macht. So muss das sein. Richtig. Gehen mal Bier holen oder hier hin. Haben wir schon mal gesagt, aber wir gehen dahin. Geht klar.
So, Luxor. Du gehörst mir. Und zwar dahin. Schon unterwegs. Vielleicht sieht er ja was. Ja, man kann auch irgendwo drüber laufen. Kann man mal machen. Hey. Blöde Maus. Dann lad mal nach. Holen wir sie uns. Und du gehst. Hier ist eine volle Deckung, das ist gut. Wenn das nicht mal ein falscher Fehler war. Na und? Ich höre mich nicht so gut. Auf die Flaschen, Feuerbrei, bewegen sich. Alles klar. Mach ruhig. Oh, kritisch. Ja, wow. Rüstung hält stand. Wollen wir einen Schädel steckern? Ah, noch zu weit weg. Lade mal nach. Waffe geladen. Ah, super, sieht da keinen. Mach dir mal Wächter. Gut. Ist noch 5 Runden, oder? 6? So muss das 6. sein. Okay. Habe kaum noch Munition. Alles klar. Geh mal dahin. Positiv. Wo ist denn der? Ja, du müsst ja im Bereich sein. Entladung, jetzt! Du müsst ja drin sein im Zielbereich. Sehr nice. Genau das habe ich gehofft, dass er nicht vollen Schaden macht. Desorientiert ist er auch noch. Dann nutzen wir jetzt den Schädelstecker-Auswerter. Den Schädel-Auswerter, du weißt es. Greife auf Ziel zu! Wir nehmen einen kleinen Informationsspeicher. Für 33%. Ah, komm, Risiko. Nee, immer noch haben wir das andere genommen. Wenn wir wenigstens ein paar Informationen gekriegt, war ich wieder zu schwierig. Ich werde blockiert. Sie haben mich erwischt. Wo ist denn unser... Kann man da hin? Nee. Dann kommen wir überhaupt hier hoch. Steh ich mal hier hin. Hier kannst du mal ein bisschen deine Füße waschen. Jetzt da hoch. Da ist der Weg da hoch wahrscheinlich kaputt. Ah ne, da ist eine Stange eigentlich. Da. Dann machen wir das schon mal. Bin unterwegs. Warte mal. Nee, nicht Feuerposten. Feldschutz meine ich. Echt? Ach stimmt, der hat ja nachgeladen. Legen wir endlich los. Gib mir den Doktor da. Von der anderen Seite müssen wir ran. Ja, da wenigstens erstmal eine Deckung. So, dann lauf mal. Alles klar. Dann müssen wir jetzt erstmal schön alle wegbringen.
Stellen wir nochmal Falkus da oben hin. Dafür stellst du dich dann hier hin. Wird gemacht. Max. Naja, gut. Dahin. Wird gemacht. Okay. Ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, dann ist die Mission auf jeden Fall gleich zu Ende. Wird gemacht. Ich schau mal da oben hin. Okay. Ich glaube, wir haben alle Gegner besiegt. Wenn, selbst wenn. Rücke aus! Selbst wenn, wäre es nicht so schlimm, wenn es noch Gegner geben würde. Ich weiß nicht, ob jetzt großartig von uns Leute Schaden bekommen haben. Machen wir es aber einfach mal. Große Heilung! Einfach um die verwundete Zeit, also die verletzte Zeit zu reduzieren. Alle haben so ein bisschen. Yeah. Ja, komm. Max Becker schicken wir schon mal in den Urlaub. Feierabend meine ich natürlich. Nichts wie weg. Tschüss. Ja, auch der Wissenschaftler. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Sehr nice. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Positiv. Gut, John Wallace, auch du kannst deinen Feierabend genießen. Gehen wir. Er redet von sich in der Mehrzahl. Kann man mal machen. So. Spurte los. Oh, und Luxor. Ja, komm. Luxor, mach mal schönes Wellnessbad. Natürlich. Natürlich, siehst du. Papa Start bezahlt. Evakuierung bestätigt. Und weg ist er. Menes 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, und? Schon dabei! Jetzt nehmen wir Justin Bernstein. Und auch er darf... Ich hau ab! Abhauen. Tschüss! Und dann Doskias. Das ist auch evakuiert. Packen wir die Sachen. Und last but not least, Falkus zu Falkenstein. Legen wir endlich los. Und bin schauen. Dann mal weg. Ja, bin dann mal weg, ich auch. Menes 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. 5 verletzte Soldaten, aber es ist halt alles leicht. Oh, durchschnittlicher Schaden pro Angriff. 8,13, neuer Rekord. Im Schnitt gefallene Töte pro Runde, getötete Feinde pro Runde 1,0. Trefferquote 100%. Jeder Schuss hat getroffen? Erzähl doch nicht. 14,89 durchschnittlicher Deckungsbonus. Größter Verursachter Schaden John Wallace. Die meisten Angriffe ausgeführt. Max Cowboy Becker. Und am meisten Angriffe hat Justin Valentine Bernstein. Sowie am weitesten bewegt Luxor The Walker Ninja. Linja. Das war Operation Klammerschlägel. Evakuiere die VIP. Ja, haben wir geschafft. Nur sitzt er hier nirgendwo. Wahrscheinlich ist er jetzt als Kühlerfigur oben voll aufgesetzt und macht einen auf Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Man wird es nie erfahren.
alles so ein bisschen leicht verwundet, außer Luke Shaw, der ist hart am Nehmen, genauso wie John Wallace. Commander, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das geborgene Exemplar kritisch für die Bemühungen der Aliens ist, verfügen wir derzeit nicht über die Möglichkeiten für eine gründliche Untersuchung. Die Leiche weist keinerlei Anzeichen von Verfall auf und erste Scans zeigen ein beunruhigendes Niveau an niedrigen Gehirnaktivitäten. Berichte über akustische Halluzinationen bei Mitarbeitern, die mit diesem Exemplar zu tun hatten, sind zwar besorgniserregend, bislang jedoch haltlos. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall eine Avatar-Leiche und einen Codex drin. Kann man mal nehmen. Neues Ziel hinzugefügt. Ja, müssen wir untersuchen. Aber nicht jetzt. Weiter. Hallo, Commander. Ja, wir haben Dr. Adam Smith bekommen als Wissenschaftler. Schön, dass du an Bord bist. 82 Informationen. Und Avatar getötet, Avatar-Fortschritt und 3 reduziert. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Nein, brauchen wir nicht. Hatte ich irgendwo ein Labor gebaut? Na, ja. Gut. Verbesserte Schattenkammer haben wir. Einen Augenblick hatte Tigen mir Hoffnung gemacht, als er sagte, die Ältesten würden sterben. Ja, das haben wir abgeschlossen, das sind unsere Vorräte. Aber das wollen wir uns ansehen, ja. Ihre Truppen haben allen Gefahren getrotzt, die der Feind bislang aufgefahren hat, Commander. Wir müssen dennoch am Ball bleiben, bis die Erde von Edwins Griff befreit ist. Dieses unbekannte Ding könnte der Schlüssel sein. Ja. Gut, aber der Part ist leider Gottes jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann... Ja, quatsch mir nicht voll. Meine Abmoderation! Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen oder eine Einrichtung besetzen. Ja, das weiß ich selber, das musst du mir nicht erzählen. Also, wenn es euch gefallen sollte, lasst ein Däumchen da und ja, oder natürlich einen netten Kommentar, ich würde mich freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir werden zusammen auch in der nächsten Folge die Welt retten. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen, wie gesagt. Haut rein, Leute!